Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Mal, weil mich so viele Anfragen erreichen wegen der CPO-Box, weil ja auch die Promo jetzt verlängert wurde um eine Woche, hier mal eine kleine Live-Erklärung, was denn diese PLC-Secure-Box überhaupt ist. Zunächst mal, sie sieht aus, so ein kleines schwarzes Kästchen, schwarz-gelb genau genommen. Und die wird angesteckt in den Router von zu Hause, vom Internet und dann mit einem Surfer irgendwo in der Pampa verbunden. Den bezahlt man mit 10, 15 Euro im Monat und dann ist diese Securebox an und als Masternode, als Knotenpunkt praktisch im Netzwerk aktiv. Was ist jetzt ein Masternode? Ein Masternode, diese Securebox, wird es bei Platincoin 28.000 Stück geben und die Masternode ist das Herzstück jeder Blockchain, also nicht nur von Platincoin, sondern wirklich von jeder Blockchain, denn die Masternode, der Knotenpunkt, ist das Teil, welches die gesamten Transaktionen speichert, also alle Blöcke nacheinander, hintereinander speichert, miteinander verschweißt durch Rätsel, durch nicht rückwärtsrechenbare Rätsel und somit die ganze Blockchain eben fälschungssicher macht, nicht hackbar, anonym dezentralisiert und doch für jeden einsehbar. Da diese Aufgabe ja etwas erfordert, in dem Fall zum Beispiel hier Serverleistung, wird es einen Reward geben, also einen Ertrag. Und dieser Ertrag ist, und damit ist auch Platincoin auch wieder outstanding, wird mit 10% pro Jahr vergütet. 10% wovon? Nun 10% von den Coins, die du diese PLC Securebox zusprechest. Das kannst du machen, indem du deine Coins für dich arbeiten lässt und dann diese Coins, deine Platin-Coins, auf die Securebox schiebst. Das ist eine technische Geschichte. Das ist relativ einfach. Es ist nur eine Transaktion. Und von allen Coins, die in deiner Securebox sind, bekommst du nochmal einen Jahresertrag von 10%. Das heißt, jetzt haben wir unsere Coins auf unserer PLC-Wallet liegen und die tun irgendwie ganz dezent nichts. Die warten auf irgendwann mal einen schönen hohen Kurs, aber bis dahin tun sie nichts. In der Securebox arbeiten sie und zwar mit 10% in täglicher Ausschüttung, also ein 365 von 10% von der Menge Coins, die drauf liegen. Also relativ einfach. Das Ganze lebenslang, das heißt nicht nach 3 Jahren beendet, sondern lifetime, lebenslang. Und natürlich dann immer eben noch zusätzlich kommt da drauf nahe noch die Wertsteigerung des Coins. Das heißt, du nimmst, wenn das für dich interessant ist, nimmst du einmalig 5.350 Euro in die Hand und kaufst dir diesen Premium-Minter, der dir ja an sich schon eine ganze Menge Coins gibt. Ja, sind ja momentan, ich glaube, 53% mehr Coins als zum gleichen Preis jetzt an der Börse zu kaufen wäre. Und du bekommst aus diesem Premium-Minter heraus 43 Platin-Coins pro Monat. Und das in täglicher Aufstückelung, also irgendwas um die 1,1 pro Tag. Und die schickst du immer, die wissen, 5 gehen immer, kann man immer rüberholen auf die PLC-Wallet und dann schickst du die direkte Mente rüber in die Securebox. Und dann erwirtschaften deine kleinen goldenen Gänschen mit ihren kleinen goldenen Eierchen, erwirtschaften wieder kleine goldene Eierchen. So ist passives Einkommen richtig und tatsächlich möglich. Die PLC Secureboxen hat es jetzt in Berlin geheißen gestern, dass die ersten 20 noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Das heißt, die Produktion wird jetzt beginnen und wir dürfen damit rechnen, dass die richtigen Auslieferungen, also aller PLC Secureboxen im ersten Quartal anlaufen wird. Ob die dann gleich abgeschlossen werden wird, aber auf jeden Fall wird sie dann starten. Die PLC Securebox gehört dir dann also, ist dein Eigentum und du kannst damit machen, was du möchtest. Nur mal angenommen, jemand hat sie schon und kauft sich jetzt noch eine zweite. Die PLC Securebox ist natürlich immer so viel wert, wie nachher auch der Coin wert ist. Dann kann man die vielleicht später für 10.000 verkaufen oder für 15, je nachdem. Das läuft ja tatsächlich lebenslang. Das ist das Interessante an Platincoin wieder mal. Und das ist auch das Interessante hier an dieser Promo-Aktion. Das heißt, lebenslanges Minting, lebenslange passive Einkünfte, weil du dann wirklich Teil dieser Blockchain bist mit dieser PLC Securebox. Und immer wenn du mit deinen Coins noch nicht weißt, wohin, wenn du sie noch nicht veräußern möchtest, dann stapelst du die
in der Securebox drin und lässt die Coins für dich arbeiten. Ist das ein Ding? Wenn du dazu noch Fragen hast, weißt du mich zu erreichen. Frag mich einfach und ansonsten hoffe ich, dass ich das relativ einfach erklären konnte. Bis dahin, schönen Abend. Ciao.